Herzlich willkommen zur Juma Juma Mathe Abiturvorbereitung. Heute soll es wieder um Lektion 5, um den Analysis-Teil gehen, und zwar um den innermathematischen Teil. Und zwar habe ich da die Orientierungsaufgabe mitgebracht, die da lautet: Gegeben ist die Funktion f durch die Gleichung y gleich f von x gleich 1/2 x² mal e hoch minus 1/10 x. Die Aufgabe A lautet: Begründen Sie anhand des Funktionsterms, dass es nur einen Schnittpunkt mit den Koordinatenachsen gibt. So, für den Schnittpunkt mit der x-Achse setzen wir also 0 ist gleich f von x, und das geben wir mit dem Sollbefehl in unseren CRS ein, und der sagt uns, x ist gleich 0. Und für den Schnittpunkt mit der y-Achse setzen wir f von 0, und da hier in beiden Termen x drin ist, wird das dementsprechend auch 0. Das heißt, sowohl der Schnittpunkt mit der x- als auch mit der y-Achse liegt bei 0 und logischerweise bei 0 dann dementsprechend. Das heißt, sx ist gleich sy und hat die Koordinaten 0 und 0. Die weitere Aufgabenstellung bzw. die weitere Teilaufgabe lautet: Untersuchen Sie den Graphen von f auf lokale Extrempunkte und geben Sie deren Koordinaten an. So, wenn wir Extrempunkte suchen, habe ich ja euch bereits schon mal in dem Video gesagt, wir sollten erstmal immer so ein paar Ableitungen angeben. Und zwar die erste Ableitung lautet x minus x Quadrat 20 mal e hoch minus 1/10 x. Und die zweite Ableitung lautet x Quadrat 200 minus x 5 plus 1 mal e hoch minus 1/10 x. So, für Extrema setzen wir die erste Ableitung gleich 0. 0 ist gleich Strich von x. Achso, ja, die erste und zweite Ableitung sollten sich natürlich auch mit einem Taschenrechner definieren. Die erste Ableitung als fa1 von x. Definieren wir uns den Term, die zweite Ableitung als fa2 von x. Und da also geben wir wieder mit unserem Solve-Befehl ein, setzen 0, die erste Ableitung gleich 0, lassen nach x umstellen, und da sollte man dann Folgendes rausbekommen: xe1 gleich 0 oder xe2 gleich 20. So. Das sind also zwei mögliche Extremstellen, und das müssen wir dann also in unsere zweite Ableitung einsetzen, das heißt f2' von 0 und f2' von 20. Und wenn wir 0 in die zweite Ableitung einsetzen, dann bekommen wir 1 raus, und für 20 bekommen wir minus e hoch minus 2 raus, was ca. minus 0,135 ist. Also liegt hier bei 0 ein Minimum vor, und bei 20, an der Stelle 20 liegt ein Maximum vor, da die zweite Ableitung einmal größer und die zweite Ableitung einmal kleiner 0 ist. Dann sollen wir natürlich Extrempunkte angeben, sprich wir müssen 0 und die 20 noch in unsere Ursprungsfunktion einsetzen, und f von 0 ist einfach nur 0 und f von 20 ist gleich 200 mal e hoch minus 2. Das heißt, wir haben ein Minimum und ein Maximum. Das Minimum einmal bei 0 und 0 und das Maximum einmal bei 20 und 200 mal e hoch minus 2. Und der dritte Teil dieser Aufgabenstellung, der Aufgabe A, lautet: Zeigen Sie, dass xw1 gleich minus 10 mal Wurzel 2 plus 20 und xw2 gleich 10 mal Wurzel 2 plus 20 die Wendestellen des Funktionsgraphen von f sind. So, und da sollten wir uns natürlich erstmal die dritte Ableitung aufschreiben, die da lautet: minus x Quadrat 2000 plus 3 mal x 100 minus 3 Zehntel mal e hoch minus 1/10 x. So, und für Extremstellen setzen wir die zweite Ableitung gleich 0, geben das auch wieder einfach in unseren CRS ein, lassen uns das mit dem Solve-Befehl lösen und nach x umstellen, und da kriegen wir zwei potenzielle Wendestellen raus, und zwar einmal
minus 10 mal Wurzel 2 minus 2 und 10 mal Wurzel 2 plus 2. Und wir sehen, wenn wir das hier ausmultiplizieren, minus 10 mal Wurzel 2 hier und minus 10 mal minus 2 ergibt plus 20. Also da kommen wir auf diese Wendestelle und 10 mal Wurzel 2 plus 10 mal 2, also plus 20. Allerdings, wenn wir zeigen sollen, dass das Wendestellen sind, müssen wir also auch noch die Wendestellen jeweils in die dritte Ableitung einsetzen und überprüfen. Also dritte Ableitung muss ja, das ist ja die hinreichende Bedingung, ungleich 0 sein, damit es überhaupt Wendestellen sind. Und wenn wir minus 10 mal Wurzel 2 plus 20 in die dritte Ableitung einsetzen, bekommen wir minus 0,0787 raus. Und das ist ein bisschen unordentlich geworden, aber egal. Wenn wir die zweite Wendestelle einsetzen, also 10 mal Wurzel 2 plus 20, bekommen wir 0,004653 raus. So, das ist kleiner 0, das ist größer 0. Das heißt, hier an der ersten Wendestelle würde ein Links-Rechts-Wendepunkt vorliegen, an der zweiten Wendestelle ein Rechts-Links-Wendepunkt. Das aber, ja, ist nicht gefragt, die Wendepunkte soll man nicht angeben. Aber da die dritte Ableitung jeweils, die dritten Ableitungen jeweils an diesen beiden Wendestellen, potenziellen Wendestellen, ungleich 0 sind, bedeutet das, dass auch wirklich Wendestellen vorliegen. Damit wäre die hinreichende Bedingung erfüllt und gezeigt, dass das eben Wendestellen sind. Die Aufgabe B lautet: Gegeben sind die Graphen zweier Funktionen. Einmal diese hier und einmal diese hier, werde dann auch noch mal richtig sehen, das hier ist nur eine kleine Skizze. Und zwar begründen Sie anhand der Eigenschaften der Funktion f, welche Abbildung nicht den Verlauf des Graphen der Ableitungsfunktion f' von f wiedergibt. Da gibt es auch nur ein BE drauf, also hier habe ich nochmal eine kleine Skizze der Funktion f hingemalt und das, wir sollen jetzt entscheiden, ob welche dieser beiden Skizzen nicht den Verlauf der Ableitungsfunktion von f wiedergibt. Wir sehen, dass bei kleiner 0, also das links neben dem Tiefpunkt, neben dem Minimum der Funktion f, der Anstieg kontinuierlich negativ ist. Da die Ableitung einer Funktion als Anstieg direkt definiert ist, bedeutet das, dass wenn der Anstieg negativ ist, die Funktionswerte der Ableitungsfunktion immer unterhalb der x-Achse liegen müssen. Und das ist beispielsweise hier schon mal nicht gegeben. Das heißt, eigentlich mit dieser Eigenschaft würde schon reichen, dass man die angibt. Da kann man also mit ausschließen, dass Abbildung 2 gibt nicht den Verlauf der Ableitungsfunktion wieder, während diese es gibt. Denn wir sehen hier, kleiner 0 sind die Funktionswerte der Ableitungsfunktion unterhalb der x-Achse. Und gehen dann auch nach dem Tiefpunkt, wir sehen ja hier wird der Anstieg positiv dann wieder und hier geht dann die Ableitungsfunktion, die Funktionswerte gehen auch über die x-Achse, also wären positiv, während es hier auch wieder genau umgedreht ist. Das könnte man noch als zweites dann dazu angeben, dass nach dem Tiefpunkt der Ursprungsfunktion, die Ableitungsfunktion wird hier negativ, obwohl sie hier eigentlich der Anstieg positiv ist. Das heißt, das ist auch ein weiteres Ausschlusskriterium noch, dass das auf keinen Fall die Ableitungsfunktion sein kann. So, gut, also zur CRS-Anwendung. Also wir definieren uns natürlich als erstes wieder unsere wunderbare Definition. F von x wird definiert als 1/2 mal x Quadrat mal e hoch minus 1/10 mal x. Enter. Und wir sollen jetzt begründen, dass es nur einen Schnittpunkt Koordinatenachsen gibt, also f von 0 ist 0 und wenn das ist der Schnittpunkt der y-Achse rein theoretisch und wenn ich den Term einfach gleich 0 setze, dann bekommen wir auch für die Nullstelle, dass die bei x gleich 0 liegt, raus. So, lokale Extrempunkte sollen wir machen, also man kann es, wie gesagt, also natürlich auch einfach direkt mit Funktionsminimum und Funktionsmaximum den Befehl machen, aber ich würde eigentlich vorsichtshalber nochmal die Ableitungen hier hinschreiben, Ableitungen alle hinschreiben, also
FA1 von x wird definiert als hier den Spaß. Und schlussendlich noch die dritte Ableitung. So, da hätten wir es erstmal die ganze Ableitung definiert. Die schreiben wir auch, wie gesagt, halt nochmal hin. Und wir setzen also jetzt unsere erste Ableitung gleich 0, um unsere möglichen Extremstellen zu bekommen. Und bei eine bei 0 und eine bei 20. So, und dann setzen wir das in die zweite Ableitung ein, um auch herauszufinden, welche denn nun was ist. Also bei 0 haben wir ein Minimum und bei 20 dann, also wahrscheinlich, ein Maximum. Also minus e hoch minus 2 minus log mal 1,35335. Also ein Maximum. Das kleine 0 ist der Wert. So, und wir sollen auch die genauen Punkte angeben, also setzen wir uns Extremstellen einfach auch noch hier ein. Also das Minimum haben wir bei 0,0 und das Maximum bei 200 mal e hoch minus 2, also ca. 27,0671. Wir müssen auch zeigen, dass es die Wendestellen, diese beiden Wendestellen hier, minus 10 mal Wurzel 2 plus 20 und 10 mal Wurzel 2 plus 20, die Wendestellen sind. Das heißt, wir setzen also erstmal unsere zweite Ableitung gleich 0. Und dann kriegt man eben diese Wendestellen raus und da definieren wir die auch uns auch. XB1 wird definiert als minus 10 mal Wurzel 2 minus 2 und XW2 wird definiert als 10 mal Wurzel 2 plus 2. So, also das sind ja mögliche Extremstellen, da wir aber nachweisen sollen, also die hinreichende Bedingung müssen wir noch erfüllen. Das heißt, die dritte Ableitung muss ungleich 0 sein an dieser Stelle, an diesen Stellen. FA3 von XW1 ist minus 0,07, ist kleiner 0, das heißt, wir haben eine Links-Rechts-Wendestelle an der, rein theoretisch. Und an der zweiten Wendestelle größer 0, also eine Rechts-Links-Wendestelle. Und auch das ist ungleich 0. Das heißt, wir haben, schreiben wir, wie gesagt, das Code-Error-Demonstrandum hin. Und damit wäre bewiesen, dass Wendestellen an den Graphen, Funktionsgraphen von f sind. So, deine Aufgabe B sind eben diese, das war das mit diesen Ableitungsfunktionen. Das heißt, also ich würde mir dann dazu erstmal meinen beiden Graphen, also den der normalen Funktion, den der Ableitungsfunktion, also die normale Funktion, sieht schön aus, und dann den der Ableitungsfunktion noch. So, ein bisschen rauszoomen hier. So. Ja gut, man kann es erkennen, denke ich. Da sehen wir es, dass sie nämlich nochmal über die X-Achse geht. So, also wir wissen, also man kann dem CRS entnehmen, dass eben die erste Abbildung, kann man direkt schon entnehmen, dass die erste Abbildung eben die Ableitungsfunktion sein muss. Das heißt, die Abbildung 2 nicht den Verlauf der Ableitungsfunktion f' von f wiedergibt. Und ja, das muss man dann eben noch begründen, wie wir es an der Tafel gemacht haben. Zur Aufgabe C, die da lautet, die Geraden x gleich xw1 und die Gerade x gleich xw2, der Graph von f und die x-Achse begrenzen eine Fläche vollständig. Ermitteln Sie eine Gleichung einer Geraden, die diese Fläche halbiert. So, begrenzen eine Fläche vollständig. Das heißt, da würde ich mir erstmal die Fläche überhaupt ausrechnen. Also das Integral von der ersten Wendestelle, also von, wo war es hier, minus
minus 10 mal Wurzel 2 plus 20 bis 10 mal Wurzel 2 plus 20 von f von x dx. So, wenn wir das in den Taschenrechner eingeben, kommen wir einen ellenlangen Term raus, der allerdings gerundet einen relativ normalen Wert ergibt, nämlich 641,259 Flächeneinheiten. Wir sollen jetzt eine Gerade x ermitteln, die diese Fläche halbiert. So, das heißt, wir müssen erstmal wissen, wie viel die Fläche überhaupt halbiert ist. Also teilen wir das hier durch 2 und geteilt durch 2 würde das dann sein 320,63 Flächeneinheiten. Also wir suchen jetzt eine Gerade irgendwie, die eine obere Grenze für das bestimmte Integral der Funktion f von x dx vom mit der unteren Grenze den ersten Wendepunkt, sodass der Flächeninhalt genau 320,63 Flächeneinheiten beträgt. So, und dann geben wir unseren Taschenrechner einfach nämlich einen Solve-Befehl ein. Solve, nämlich das Integral von minus 10 mal Wurzel 2 plus 20 bis, nennen wir es einfach t. Das ist nämlich die gesuchte Gerade, die obere Grenze, die gesucht ist, damit eben das bestimmte Integral genau 320,63 Flächeneinheiten wird von f von x dx. Und das soll eben ja gleich 320,63 werden. So, Komma t, lass uns nach t umstellen und dann sollte man für t Folgendes rausbekommen. T ist gleich 20,7037. Was dann auch schon unser Ergebnis ist. Das ist also die gerade t, die diese Fläche genau halbiert. Wir brechen erstmal unser Integral einmal von minus 10 mal, oh gut, kommen wir eigentlich gleich schon, wir haben es ja wunderbar definiert, von xb1 bis xb2 von f von x dx und die Fläche beträgt hier diesen wunderbar kurzen Term 641,259. So, das geteilt durch 2 ergibt 320,63 und jetzt brauchen wir also halt, können wir mal die beiden Wände stellen. Also hier, das ist ja unsere Funktion und werden wir irgendeine Wendestelle haben und hier werden wir irgendwo eine Wendestelle haben. Und das heißt, diese Fläche von da bis da wurde jetzt halbiert und wir brauchen jetzt irgendeine gerade T, die muss hier irgendwo in der Nähe liegen, damit diese Fläche komplett halbiert wird. Also wir haben sie jetzt hier ausgerechnet, die Fläche soll eben durch eine gerade x gleich t halbiert werden. Das heißt also, das Integral von der ersten Wendestelle bis t, also können wir gleich einen Selbstbefehl eingeben. F von x dx ist gleich 23,63 noch was und lassen nach t umstellen und dann kriegen wir für t die gerade 20,7037 raus. Zur Aufgabe d. An einer Stelle u mit u größer 0 ist die Differenz der Funktionswerte der Graphen der Funktion f und der zugehörigen Ableitungsfunktion f' maximal. Berechnen Sie diese maximale Differenz. So, also, dann würde ich mir einfach mal die Ableitungsfunktion und die normale Funktion in CRS eingeben lassen und gucken, denn für eine Differenz muss ja, also entweder, es gibt ja zwei Möglichkeiten für die Differenz. D1 von x wäre f von x minus f' von x oder d2 von x wäre f' von x minus f von x. So, und deswegen muss man sich das überhaupt erstmal im Graph, im CRS anschauen. Und da sehen wir nämlich, dass die Ableitungsfunktion und die normale Funktion sich zweimal schneiden an zwei verschiedenen Stellen. Nämlich einmal
Wenn wir das im CRS, also man sieht es in der Grafik im CRS, sieht man es natürlich, aber wir sollen es rechnerisch natürlich auch nochmal begründen. Das heißt, wir setzen, also machen solve f von x gleich f' von x, Komma x und kommen raus einmal x1 gleich 0 und x2 gleich 20 Elftel. Das heißt, wir haben zwei Schnittpunkte und das heißt, einmal ist nämlich die Ableitungsfunktion oben und einmal ist die normale Funktion oben. Und wenn wir, also ich berechne als erstes mal diesen Term, das heißt, wir müssen zwei Terme betrachten, nämlich einmal eben d1 von x und d2 von x. So, das heißt, also d2 von x und d1 von x definieren wir, die beiden Terme definieren uns natürlich erstmal im Taschenrechner. Wenn wir d2 von x davon das, also gut, davon das Maximum berechnen, gehen wir einfach f max ein von d2 von x, nachdem wir es uns natürlich definiert haben. Und Komma x und dann sollte man da einen Wert von x gleich 0,8679 rausbekommen gerundet und das also für d2 von x, also wo die Ableitungsfunktion über der Normursprungsfunktion liegt, der x-Wert, an dem die Differenz maximal wird. Die maximale Differenz können wir dann auch einfach bestimmen, nämlich d2 von 0,8679 und das wäre nämlich 0,416 Längeneinheiten. Das ist einerseits die maximale Differenz. Und allerdings haben wir ja eben besprochen, dass es nochmal einen zweiten Term gibt, nämlich wo die Ursprungsfunktion über der Ableitungsfunktion liegt. Also müssen wir natürlich auch das Maximum dieser Differenzfunktion bestimmen, also fmax von d1 von x, x. Und wenn man da das Maximum bestimmt, liegt das bei ca. x gleich 20,9503 liegt das Maximum dieser Differenzfunktion jetzt. Und das setzen wir da auch einfach dann ein, d1 von 20,9503. Und das ist 27,1304 Längeneinheiten. Das heißt, wir haben zweimal eine maximale Differenz zwischen der Ableitungsfunktion und der Ursprungsfunktion. Allerdings ist die, ja, maximaler klingt ein bisschen bekloppt, aber ja, also ist einfach länger. Es ist größer letztendlich, diese Differenzen. Das bedeutet, das ist also die gesuchte maximale Differenz. Deswegen ist es auch immer sinnvoll, wenn man solche Aufgaben irgendwie hat, wo man irgendwie was modellieren soll oder wo man erstmal überlegt, wie komme ich da auf einen Ansatz, wenn man sich einfach mal die Graphen irgendwie zeichnen lässt und dann findet man meistens eine Lösung, genauso wie es hier eben beispielsweise war. So, zur Aufgabe D, also definieren wir uns als erstes mal unsere beiden Differenzfunktionen, also D1 von x wird definiert als f von x minus, habe ich mit der Ableitung, ja, habe ich schon, f1 von x und die zweite Differenzfunktion wird definiert als f1 von x minus f von x. So, und die beiden sollen jetzt maximal werden. Also machen wir es einfach ganz flott. D1 von x, x. Aha. Ah ja, gut, wir sollten auch eventuell noch hier u größer, Quatsch, x größer 0 eingeben. Also hier haben wir einen Bedingungsoperator x größer 0. Und da kriegt man dann nämlich diesen Wert raus, den wir gesucht haben. Also 20,95 für der erste. Und für die zweite Maximum von d2 von x, x. Und x größer 0.
Und dann kriegt man eben diesen, ja, relativ kleinen Wert raus. Das heißt, also die maximale Differenz wird gegeben, wenn wir die Ursprungsfunktion minus die Ableitungsfunktion rechnen und die an der Stelle x gleich 20,95 wäre das, und da kann man das natürlich auch einfach nochmal eingeben. D1 von x und dann wäre diese Differenz 27,1304 Längeneinheiten. Gut, zur Aufgabe E. Für jede reelle Zahl z ist eine Gerade durch die Gleichung y gleich z gegeben. Geben Sie näherungsweise die Schnittstellen für z gleich 25,3 an. Ja, dann machen wir das einfach. Das ist wirklich relativ simpel. Wir geben also solve von, also z gleich y gleich z, das heißt, irgendwo parallel zur x-Achse muss diese Gerade sein. Das heißt, das ist letztendlich ein Funktionswert. Also irgendwo soll der Funktionswert der Funktion f von x 25,3 sein. Also 25,3 ist gleich f von x. Lassen wir uns nach x umstellen und sollten für x gleich Folgendes rausbekommen. Nämlich mehrere Funktionswerte, mehrere x-Werte, x1 ca. minus 5,42, x2 ist ca. 15,24 und x3 ist ca. 25,66. Das heißt, also das sind die Schnittstellen, an denen die Funktion f von x, also einmal entweder, man könnte es anders formulieren, also entweder halt die Schnittstellen der Geraden 25,3 mit der Funktion f von x oder halt einfach die x-Werte, die Stellen, an denen die Funktion f von x den Funktionswert 25,3 hat. So, und allerdings besteht die Aufgabe auch aus zwei Teilen, nämlich untersuchen Sie die Anzahl der Schnittpunkte einer solchen Geraden mit dem Graphen der Funktion f in Abhängigkeit von z. So, und dann machen wir uns auch noch einfach noch mal eine kleine Skizze. Und zwar, da drüben hat es ja schon mal gezeichnet. So. Also, irgendwie so eine Gerade soll es sein. 25,3 ist, glaube ich, hier irgendwie. Deswegen bekommen wir hier auch drei Schnittstellen eben raus mit dieser Funktion. Und dann sehen wir jetzt, also, wenn die Gerade y gleich z größer als, der Maximum, als das Maximum ist, das Maximum lag bei 200 mal e hoch minus 2, dann hätten wir nur eine Schnittstelle, nämlich immer hier irgendwo links neben der y-Achse. Das heißt, für z größer 200 mal e hoch minus 2 eine Schnittstelle, für z gleich 200 mal e hoch minus 2, genau, zwei Schnittstellen. Für 0 kleiner z kleiner 200 mal e hoch minus 2 haben wir immer drei Schnittstellen. Für z gleich 0 nochmal eine Schnittstelle. Da hier ja an der Stelle, da die Funktion nähert sich ja im Unendlichen nur an die x-Achse an. Das heißt, man kann es nicht als weitere Schnittstelle eigentlich interpretieren. Und eben für z kleiner 0 keine Schnittstelle. Zur Aufgabe E. So, wir haben also diese Gerade gegeben. Also müssen wir einfach nur Menü 3.1 solben. 25,3 ist gleich f von x, x. Und da kriegen wir unsere drei Schnittstellen raus. Man kann sich das ja eventuell auch nochmal grafisch veranschaulichen.
Da haben wir unsere drei Schnittstellen von der Gerade Z. Und eben in den zweiten Teil der Aufgabe sollen wir die Anzahl der Schnittpunkte der funktionellen Abhängigkeit von Z untersuchen. Da sehen wir eben, also wenn Z größer dem Maximum, also dem Funktionswert der, ja, des Extremums, des Maximums ist, dann haben wir eine Nullstelle. Wenn es gleich den Funktionswert ist, eben, dann haben wir zwei Nullstellen. Wenn es kleiner ist, haben wir drei, also nicht Nullstellen, pardon, für die Wortwahl, haben wir drei Schnittstellen, so rum. Und für Z gleich 0 haben wir genau eine Schnittstelle und ja, ansonsten halt immer drei Schnittstellen. Und natürlich, für wenn Z kleiner 0 ist, die Gerade, dann hätten wir eben genau keine Schnittstellen. Also zusammen, also nochmal ein Schnittpunkt für Z größer 200 mal e hoch minus 2, das war der Funktionswert der Maximumstelle. Und für Z gleich 0 haben wir genau einen Schnittpunkt. Genau zwei Schnittpunkte haben wir für Z eben gleich 200 mal e hoch minus 2. Drei Schnittpunkte haben wir für 0 kleiner Z kleiner 200 mal e hoch minus 2, also in diesem Intervall hier. Und eben für Z kleiner 0 haben wir überhaupt keinen Schnittpunkt. Gut, kommen wir also zur letzten Aufgabe dieser Analysis-Aufgabe in den Vorbereitungsaufgaben, also zumindest die innermathematische, und zwar die Aufgabe F. Für jede reelle Zahl t ist die Funktion ft von x mit 1,5 mal x plus t Klammer zu ins Quadrat mal e hoch minus 1 Zehntel mal x plus t gegeben. Beschreiben Sie, wie der Graph von f von t aus den Graphen von f hervorgeht. So, und da sollte man irgendwann mal gelernt haben, wenn man irgendwie eine Funktion f von x hat und jetzt da eben irgendwas, also irgendein Parameter dranhängt, also f von x plus t, dann, dass die gesamte Funktion um minus t Einheiten an der x-Achse verschoben wird. Das heißt, wenn t also, das können wir, ja, wenden wir es einfach gleich an, wenn wir t gleich 0 wäre in dem Fall, dann würde die Funktion überhaupt nicht verschoben werden, also keine Verschiebung. Wenn t kleiner 0 ist, müsste das bedeuten, weil dann würde hier irgendwas mit x minus t stehen und das heißt, es wird wieder, müssen wir genau umgekehrt denken, also um minus t Einheiten nach rechts verschoben. Verschiebung nach rechts. So. Und wenn eben t größer 0 ist, eine Verschiebung um t Einheiten nach links. Ja, also nur diese Regel sollte man im Kopf haben. Gut, der zweite Teil dieser Aufgabe lautet wie folgt. An den Graphen von ft wird im Schnittpunkt von ft mit der y-Achse eine Tangente gelegt. So, dann geben wir diese Tangentengleichung erstmal an. Also im Schnittpunkt von ft mit der y-Achse, sprich an der Stelle x gleich 0. Also wir suchen an die Tangente an der Stelle x gleich 0. So, und dann können wir einfach unseren Befehl Menü 4,9 Menü 4,9, nämlich, da kann man sich direkt einen Tangententerm ausgeben lassen, dann steht dann sowas da, Tangent Line, und da geben wir dann ein, also f von t, x, die Funktion sollten wir uns natürlich vorher definiert haben im Taschenrechner, x, 0 ein und bekommen dann den Tangententerm, der etwas kompliziert ist, t Quadrat mal 1/2 minus x 20stel plus t mal x mal e hoch minus t Zehntel. So, da so aber kein normaler Tangententerm aussieht, machen wir ganz einfach wie folgt. Wir multiplizieren das ein bisschen aus. Und zwar gibt es auch den wunderbaren Befehl im Taschenrechner, Menü 3,2. Menü 3,2. Also das nennt sich Faktorisieren. Und dann steht dann da Faktor. Und da geben wir diesen Term ein, der uns ausgegeben wurde. Also hier und dann Komma x. Wir wollen es nach x faktorisieren. Und da kriegen wir dann nämlich folgenden Term raus. Minus
Klammer auf x mal Klammer auf t minus 20 minus 10 mal t mal t mal e hoch minus t Zehntel durch 20. Das sieht zwar auch immer noch relativ kompliziert aus, allerdings ist es schon mal besser, da wir nämlich hier nur noch einmal ein x drin stehen haben. Und das ist prinzipiell insofern ganz gut, wie ihr gleich sehen werdet. Denn nämlich die letzte Teilaufgabe lautet, für welche Werte von t bildet diese Tangente mit den Koordinatenachsen im zweiten Quadranten ein gleichschenkliges Dreieck? So. Das heißt, wir gucken uns das mal an. Im zweiten Quadranten, das hier ist ja mein zweiter Quadrant. Und die Tangente mit den Koordinatenachsen soll ein gleichschenkliges Dreieck sein. Das heißt, diese Strecke, also nehmen wir mal hier PQR, das heißt, es soll gelten, PQ ist gleich QR. So, und da gibt es folgenden Ansatz. Wenn die Tangente den Anstieg m gleich 1 hat, dann wird das Dreieck gleichschenklig. Aus dem Grund, wenn die Tangente hier m gleich 1 hat, dann wäre der Winkel logischerweise aufgrund des Arcus Tangens von 1 45 Grad, der hier oben auch, und der 90 Grad, der bleibt sowieso so oder so 90 Grad. Und da diese beiden Winkel hier dann gleich sind, ist automatisch Strecke PQ gleich der Strecke QR von der Länge, also die Bedingungen für das gleichschenklige Dreieck gegeben. So, und das heißt, wir müssen jetzt irgendwie das nach t auflösen, sodass der Anstieg gleich 1 ist. Und dann müssen wir uns also hier den Anstieg aus dieser Gleichung rausfiltern. So, dann machen wir das einfach, also ich schreibe es nochmal auf. Minus x mal t minus 20 minus 10 mal t mal t mal e hoch minus t Zehntel durch 20. Gut, also nachdem wir den Term ja hier, diesen faktorisierten Term, ja, hier nochmal aufgeschrieben haben, nachdem ich den nochmal aufgeschrieben habe, wollen wir also nun den Anstieg, den m, aus diesem Term rausbekommen. So, und das heißt, wir schreiben unseren Term einfach mal ein bisschen um. Das ist ja nichts weiter als minus 1 Zwanzigstel mal t mal e hoch minus t Zehntel mal x mal t minus 20 minus 10 mal t. So. Und das heißt, das müssen wir dann jetzt natürlich noch irgendwo ausmultiplizieren, wenn wir den Anstieg rausbekommen wollen, denn da hier haben wir unsere x drin. Das heißt, also minus 1 Zwanzigstel mal t mal e hoch minus t Zehntel bleibt ja stehen, mal jetzt hier t minus 20 mal x und jetzt minus 1 Zwanzigstel mal die minus 10 t ergibt plus 1 halb t Quadrat e hoch minus t Zehntel. So, und jetzt haben wir hier, wenn wir also eine lineare Gleichung y gleich mx plus n betrachten, ist das hier unser n. Hier haben wir unser x. Und das bedeutet, das alles hier ist unser Anstieg m, den wir suchen. So, und dann gehen wir einfach, da wir den Parameter t rausbekommen wollen, für den das Dreieck gleichschenklich ist im zweiten Quadranten, soll unseren Selbstbefehl ein, also minus 1 Zwanzigstel mal t mal e hoch minus t Zehntel mal t minus 20 ist gleich 1, t. Lassen nach t also umstellen, bekommen dann zwei Werte raus, nämlich einmal t1 gleich 1,19934 und t2 gleich 14,177. Und das wollte ich dann einfach so stehen lassen, einen schönen Doppelstrich drunter machen, das unterstreichen und ja, und damit hätten wir dann unsere beiden Werte. Soweit zum innermathematischen analytischen Teil. Dann zur Aufgabe F, da kann man nicht viel mit dem CAS machen, aber das also zumindest bei dem mit der Verschiebung. Und allerdings natürlich dann zum zweiten Teil der Aufgabe, im Schnittpunkt mit der Y-Achse wird eine Tangente angelegt. Der Schnittpunkt mit der Y-Achse war bei 0. Das heißt, wir berechnen
unseren, also gut, erstmal definieren wir uns wieder diese, also gut, diese Kurvenschar hier, also deleten die mal kurz, f von t, x wird definiert als 1/2 mal x plus t, Klammer zu, ins Quadrat mal e hoch minus 1/10 mal x plus t. So, das heißt, also unsere Tangentengleichung im Schnittpunkt mit der x, im Schnittpunkt der y-Achse, also bei 0, da machen wir einfach unseren wunderbaren Befehl Tangentline, da haben wir es im Menü 4,9. So, und von f von t, x, x, danach wollen wir ableiten und an der Stelle 0. So, da gibt er uns diese Tangentengleichung an, aber wie wir es an der Tafel bereits besprochen haben, gefällt die keinem, diese Tangentengleichung. Deswegen faktorisieren wir die mal ein bisschen. Und die sieht auch nicht besser aus, aber zumindest ja, etwas besser. Und jetzt definieren wir uns also den Anstieg dieser Tangentengleichung, den kann man hier entnehmen. Der wäre ja, also wie wir es besprochen hatten, auch an der Tafel, minus 1/20 mal t mal t minus 20 mal e hoch minus t 1/10. So, gut, also wir gucken uns nochmal unsere Funktion an. Wo ist sie denn jetzt? Also gut, ist schon wieder weg. Wir haben f gelöscht. Also wir geben es nochmal ein hier. Für t gleich 0 wäre das ja 1/2 mal x Quadrat mal e hoch minus 1/10 mal x. Und also dieses Dreieck hier, wo haben wir das? Das muss so ein bisschen ran. 3, genau. So, hier muss dieses Dreieck eben sein. Und wie gesagt, damit die gleich lang sind, müssen die eben die Katheten gleich, also muss der Tangentenanstieg eben diesen Wert 1 haben. Dabei, da eben der Winkel dann 45 Grad ist, oben auch 45 Grad und ja, zwischen x und y-Achse sowieso 90 Grad, und deswegen sind die Katheten ja genau gleich lang, also sprich, das Dreieck wird gleichschenklig. Und das heißt, wir lassen uns das hier ein bisschen solven. M ist gleich 1 und lassen nach t umstellen. Und da bekommen wir eben für t diese beiden Werte raus. Und ja, wie gesagt, das kann man dann so stehen lassen.